Willkommen, Freunde, willkommen bei Pandido Gaming und willkommen in Dr. Pandas Haus. Wow, wir sind jetzt, das ist eine Premiere, wir sehen jetzt endlich mal, wo Dr. Panda eigentlich wohnt. Nämlich in diesem schicken Haus hier. Okay, und ich habe gelesen, es gibt über 20 Minispiele, Leute. Und wer ist er denn hier? Er sieht aus wie der Butler. Wow, okay, okay, es gibt verschiedene Stockwerke. Ups, hey, wie komme ich hier zurück? Hier sind Mülltonnen. Okay. Hier ist ein Hühnerverschlag. Okay. So, boom. Das ist die erste Etage. Hier ist hier ein Sparschwein. Oh. Okay. Ich habe einfach mal aufs Sparschwein geklickt. Mal gucken, was passiert. Was? Wie jetzt? Wie jetzt? Wo jetzt? Was jetzt? Was ist das denn? Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Was muss ich machen? Hier sind ganz viele Gegenstände, Leute. Nur was mache ich damit? Wir haben 0. Ach so, die kosten 2. Wir haben 0. Okay, das ist später wichtig. Das ist später wichtig. Ach, Freunde, da fällt mir noch ein. Jetzt passt es gerade gut. Schaut mal hier, ich habe zum Beispiel wegen Panda, ne? Ich habe hier zum Beispiel eine Mütze, seht ihr die? Das ist die Pandido Gaming Mütze. Das Basecap von Pandido Gaming, Freunde. Hier habe ich beispielsweise auch noch ein Pandido T-Shirt an. Denn wir haben einen neuen, oder wir haben überhaupt erstmal einen Shop. Freunde, wir haben jetzt einen eigenen Fanshop für Pandido und Pandido Gaming Klamotten. Zum Beispiel T-Shirts, Sportrucksäcke, beziehungsweise Sportbeutel, Trinkflaschen und Kuscheltiere und Pullover und Mützen in allen möglichen Farben. Alles in allen möglichen Farben. Wir haben Decken, wir haben Mauspads, also wirklich sehr, sehr viel. Karlchen, Knack-T-Shirts und einiges. Wenn ihr also mal Lust habt, auf den Shop zu gucken, dann klickt doch mal rechts oben, da ist so ein kleines weißes i. Klickt da mal drauf, dann klappt so eine kleine Karte aus und da kommt ihr, bumm, direkt mit einem Klick auf den Shop. Und der Link zum Shop ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Also wenn ihr Lust drauf habt auf Pandido-Klamotten, falls ihr Geburtstag habt oder so, oder einfach nur so, dann klickt doch mal auf den Shop. Okay, Freunde, wir müssen jetzt für unseren Freund den Elefanten anscheinend einen Schlüsselbund suchen. Warum auch immer er ihn... da ist er. Boom, da ist er. Okay, haben wir. Gibt's noch mehr zu suchen? Was muss ich damit machen? Muss ich ihn dir geben? Oder wie? Ja. Okay, er ist glücklich. Sei glücklich, Elefant. Wir haben den Elefanten glücklich gemacht, Leute. Okay, wie gesagt, ich habe gelesen, es gibt über 20 Minispiele, Leute. Das gibt einiges an Action hier. Okay, was willst du denn? Du willst einen Kaffee machen. Du willst Frühstück. Okay, machen wir den Frühstück. Boom, Toast rein. Okay. So, du willst ein Käffchen. Ja, ich hätte auch gern ein Käffchen. Stopp, gib mal. Oh, das schiebt sich ja alles. Okay, dann nehmen wir oben rum. So, Tasse rein. Zack. Einmal Kaffee. Hier sind schon mal deine Toast, Kumpel. Wollen wir dir das noch irgendwie bestreichen, oder wie? Oder willst du es direkt, so essen? Alles klar. Ach, hier. Oh, 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 wow, wow, wow. Okay. Cool. Okay, so, warte mal. Hier haben wir deinen Kaffee. Mach mal Milch dir noch rein. Zack. Ein bisschen, jawohl. Milch weg. Hier haben wir noch ein neues Toast. Mach mal rein. Was ist das denn hier? Ach so. Vielleicht Tee oder so. Wow, wir hängen fest. Trink erstmal dein Käffchen. Komm. Oh, mit einem Schluck, Leute. Mit einem Schluck. Da kennt ihr nichts. Was ist das hier? Tee? Wahrscheinlich, hm? Kann man da Milch reinmachen? Natürlich, natürlich. Okay, warte mal. Das machen wir mal weg. Jetzt machen wir dir mal noch Müsli, würde ich sagen. Können wir das irgendwie klein machen hier? Ich würde es gerne klein machen. Können wir das so häckseln für dich? Oh, er isst die direkt im Stück, Leute. Direkt im Stück. Okay, Müsli. Es wird langsam eng hier. Müsli. Müsli braucht auf jeden Fall Milch. Zack. Oh, das ist niedlich gemacht. Es sieht echt gut aus. Okay, hier. Zack, mit einem Bissen, Junge. Apfel, mit einem Bissen. Törtchen, mit einem Bissen. Und ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Zucker für deinen Tee, habe ich das Gefühl. Du bist so ein Süßer. Ja, komm. Kriegst ein paar Zuckerstückchen hier rein. Na klar, na klar. Kriegst ein paar. Du willst mehr Zuckerstückchen, höre ich gerade. Kriegst du, mein Freund. Hier ist ein Toast zwischendurch. Hier ist ein bisschen Müsli zwischendurch. So. Schon wieder das nächste Toast. Oh, wenn sich mal mein Tisch so füllen würde, oder? Man isst es und ist direkt im nächsten Moment wieder da. Wie herrlich ist das denn? Okay, so. Kumpel, jetzt kriegst du noch deinen Toast. So. Okay, deinen Tee hast du gekriegt. Ich glaube, du bist versorgt, oder? Ich denke schon. Fertig. Ja, er freut sich, Freunde. Er freut sich. Wir haben alles richtig gemacht. Perfekt. Okidoki. Weiter geht's. Was gibt's noch? Das waren jetzt zwei in der ersten Etage.
Lass uns mal... Okay, die Etage, kann man hier noch irgendwas anklicken? Ist hier irgendetwas klickbar? Außer das Sparschwein? Nein. Was ist denn das hier oben? Ah. Aha. Okay. Zahnbürste. Garnete. Ah ja, hier, guck an. Unser Freund, der Waschbär, möchte gerne seine Zähnchen putzen. Und das machen wir natürlich äußerst gerne, ne? Können wir hier noch irgendwas anderes anklicken? Nein, okay. Gut, dann nehmen wir zusammen. Oh, wie er schön seinen Mund aufmacht. Ist das geil, oder was? Ist das niedlich? Okay, der putzt mal richtig schön deine Hauer. Guck mal, wie er der Zahnbürste folgt. Oh, ist das schön. Hier, spül aus, mein Freund. Jetzt hat er nur noch einen Zahn. Schaut mal. Was ist das denn? Eben so eine Kauleiste hier und auf einmal hat er nur noch einen Zahn. Naja, wer weiß, wo die hin verschwunden sind. Ich weiß es nicht. Boom, boom, boom. Okay, wir haben drei. Ah, jetzt gibt's. Haha, okay. Jetzt gibt's hier eine Münze von der Dr. Panda Bank. Zack, rein ins Sparschwein. Und damit, wenn wir gleich noch eine haben, können wir weitere Sachen freischalten. Haben wir ja gesehen. Es gibt ja unendlich viele Sachen zum Freischalten, mit denen wir dann wahrscheinlich spielen können. Okay, was wir? Fenster putzen, einkaufen und eine Möhre essen oder so. Okay. Was kann man hier im Badezimmer noch machen? Kann man hier noch etwas machen? Der Toilettensitz guckt ein bisschen hoch, aber ist okay. Gibt es jetzt hier noch was? Ah ja, okay, okay. Nächstes Minispiel, Freunde. Mal schauen, was wir hier Schönes machen können. Was? Mach nochmal auf, mach nochmal alles auf. Ja, komm direkt alles auf, Mann. Hä? Wie jetzt? Warte mal, was müssen wir machen? Was muss ich tun? Müssen wir das hier einräumen, oder wie? Ah! Was ist denn das hier? Spinne drin! Pfui, Spinne! Okay, hier sind die Reiniger. Warte mal, kommt das hier mit rein? Nee. Nee. Ups, das war falsch. Hier, jawohl. Okay, wir müssen das alles einräumen. So ist das. Hier passt noch die Zwiebel rein. Und Käse kommt natürlich in den Kühlschrank, Leute. Ne? So, was haben wir hier? Achso, neue. Okay, okay. Paprika haben wir hier. Was war hier schönes? Flaschen. Nee, da passt nix. Ei. Ein Ei kommt auf jeden Fall in den Kühlschrank. So. Hier unten ist nix. Warte mal, was war hier? Hier, genau. Hier sind Reinigungsmittel. Boom. Hat das angenommen? Ja, hat er. Und Eis. Wo war Eis? Nein. Hä, wo war denn? Ach, im Kühlschrank. Ah, ja, okay. Ups. Hey. Na. Ah. Nein. Jetzt. Oh mein Gott. Okay, noch mehr. Was hast du für einen dicken Einkauf, sag mal. Wo kommt denn das Ding? Ach, hier. Ah, ich sehe schon. In den Korb hier. So. Wo war denn Ketchup? Nein. Hier. Ketchup. Oh, schnell. Geht ja mal so schnell wieder zu. Okay, die Flasche und Reinigungsmittel. Jawohl. Boom. Haben wir's? Ja, wir haben's, Leute. Wir haben's. Cool. Perfekt. Okay, zeig mir mal. Jetzt kriegen wir da einen kleinen Check auf unserer Liste. Oder auch nicht. Gibt's später. Oh, jetzt sind wir draußen. Hallo, was machen wir denn hier? Mr. Elefant. Erzähl mir was Schönes. Was können wir mit dir machen? Hä? Ach, die Häschen füttern. Ach so. Cool, guck mal, die Schlappohren. Ah, ist das süß. Komm mal her, Häschen. Kannst du hier trinken? Trink. Nee, will nicht trinken. Ist ja auch leer, das Ding. Na toll. Guck mal, wie der Elefant hier reinguckt. Oh mein Gott, ist das niedlich. Stell dich mal hier hin. Komm, flattern. Ich will die Ohren nochmal flattern. Ah, das ist ja niedlich. Guck mal, wie die Ohren flattern, oder? Okay, ich beschäftige mich schon wieder zu lange mit der Sache. Okay, ja. Gut, dann nehmen wir uns mal die Möhren hier hin. So, jetzt, uppala. Gehen wir dir mal eine Möhre hier, komm. Ist es. Halt mal an hier, der Ventilator. Stopp. Ich finde das so niedlich, wie der Elefant da reinguckt. Okay, du. Ah, nee, oh nein. Jetzt habe ich zwei an eingegeben. Oh nein, ist sehr traurig. Gibt's noch mehr Möhren? Elefant, gib mir noch eine Möhre, komm. Ah ja. Nee, was? Hä, was soll ich denn damit anfangen? Soll ich den da draufsetzen? Nee. Hä? Was ist das denn? Ach so. Ah. Du setzt dich auch dahin, komm. Jawohl. Haben wir's? War's das? Haben wir's geschafft? Ich glaube schon, oder? Warte mal, ich guck mal auf unsere Checkliste. Jawohl, Freunde, haben wir geschafft.
Jetzt werden wir gleich mit Frau Elefant die Fenster putzen. Aber im nächsten Part, Freunde. Wenn euch dieser gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde, und ciao.